Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMSI 2, OMSI 2 sag ich schon, ETS 2 Let's Play mit mir und dem Peter. Ich habe heute zwei Gäste mit dabei. Einmal den Dennis und einmal den Raul. Der Raul fährt von Duisburg aus nach Calais und Dennis und ich fahren von Calais aus nach Duisburg. Ja. Sag mal so, die Spezialaufnahme ist heute, ja, Idiots on the Roads mal wieder. Also ihr wisst ja, wie es hier abläuft, ne? Jut, ich würde dann mal sagen, ich komme mal in Richtung, ja, Richtung rausgefahren irgendwie. Guck mir aber noch schon die Map an und wird die dann so legen, die Strecke quasi Duisburg-Calais. Rückwärts fahren ist Quasi, genau, wir kommen so über Duisburg. Genau. So, ich habe meine Leitung gelegt, oder ich habe die Strecke gelegt. Irgendwelche Kühe stehen mir jetzt mitten im Weg, natürlich, ist aber klar. Irgendwelche Rindviecher. Naja. Egal. So, Kollege. Du fährst vor mir raus. Ich sehe deine Kühe natürlich wieder voll. Du Vogel, machst da Platz, dass ich hier rauskomme? Und dann passt es. Ja, Entschuldigung für die Wörter, aber Duisburg-Calais ist so eine Sache, wo. Ja, wo spaßig werden kann. Und da man ja sieht, ich nehme es ja auf, ja. Wird hier einiges heute noch schief laufen, denke ich mal. Mal gucken. Ja, die Tour läuft ja quasi eigentlich, wie soll ich sagen, die Tour nehme ich ja jetzt für Spätfeuer nicht auf, also von daher ist es gerade recht. So, Dennis, ich komme jetzt gleich rausgefahren. Oder versuche es mal daraus zu kommen. Hier drehen schon die Leute durch. Nicht nur da, so. Weil ich sehe, ich habe nur noch knappe 16 FPS. Knappe 6 FPS nur noch. Also gerade richtig geil. Im Tab habe ich so. Ja, im Tab habe ich 128 Leute. Läuft. Ja, das habe ich jetzt dann gleich auch. So, ich hoffe mal, ihr seid so brav und oh, bis jetzt verhalten. Oh. Freunde, Rot und Grün. Farbenblind sind sie auch. Der Kollege vor mir, der könnte gleich noch einen Bann kriegen, einen Report kriegen, weil er mich mal ganz kurz gut arg geschnitten hat. Und von rechts auf links überholen geht. Ach, ich liebe den Stau. Und der erste Unfall. Ach, ist das schön. Weil sie zu dumm sind zum Fahren. Entschuldigung, wenn ich das Wort sage, aber. Ja, leider stimmt es so. Fahren können sie im Kreisel auch noch nicht. Das haben sie auch noch nicht gelernt. Wohlgemerkt. So, Kollege. Aber er lässt mir schön Platz. Wow, zieh. Wo kommst du? Auf welchem Kreis kommst du überhaupt raus? An dem untersten Kreisel. An dem letzten. Fahre jetzt quasi. Junge, Junge, Junge. Ja. Okay, das. Und er ist schon fallen.
Der zweite Unfall. Ja. Die sehen ja, dass sie es ja aufnehmen. Von daher. Ach, kann sich nur um Stunden handeln. Deswegen habe ich jetzt spät vorausgeschaltet, ich weiß warum. Du kannst nicht mehr rückwärts fahren, mein Freund. Ich habe zwei grüne. Nee. Nee, noch nicht ganz zwei grüne. Die sind zu blöd, um zu fahren. Alter, was huben die sich ein ab, Mann. Also ich mach drei Kreuze. Ich bin vorne bei der Einmündung. Könnt ihr aber... Einmündung links weg. Also der letzte Kreisel bin ich doch schon längst durch. Also hast du, bist du schon längst vorbei, oder? Ja, ja. Ich bin rechts runter und fahre jetzt Richtung Brüssel. Ach, da hinten. Brüssel, Dingsbums. Speedhack. Was ist denn hier? Ja, ich würde so gerne mit dem Car fahren müssen, ja auch. Ja, genau, immer schön rein. Also bis jetzt läuft noch alles ruhig. Der größte Stau aller Zeiten beginnt jetzt. Von oben nach unten. Ne? Weiter mal gucken, ob ich fliegende LKW sehe. Wenn du jetzt meinst, mich reinzuhauen und du... Ja, und mein Logistik. Ich mach gleich drei Kreuze, wenn ich hier auf der scheiß bei der schönen Autobahn bin, wollte ich sagen. Ich
wollte ja gerade ein anderes Wort nehmen, aber das darf ich ja nicht. Weil sonst muss ich das Video ab 18 machen. Alter, was ist denn hier? Ja. Ja. Diese Folge wird es natürlich auf meinem YouTube-Kanal geben. So, ich bin jetzt auf der Autobahnauffahrt. Halleluja. Ich bin kurz davor, also ich staute sich aber ab, halt schon. Die meisten stehen schon links, rechts von uns. Jetzt geht's gleich richtig die Party. Also ich gehe jetzt rechts raus in Richtung du mich auch. Du dummer. So, ich bin jetzt in Richtung Brüssel unterwegs. Oh, der Türke hat, ja. Ich versuche mal mit 70 da entlang zu fahren. Dann jetzt, die Leute darf man ja nicht ärgern, oder? Schön so 90 fahren. Verstehe ich nicht, was du meinst. Weil ich fahre jetzt gerade mit 90 die Tour. Ja, ich komme ja nicht mehr auf der Autobahn. Ich bin schon wieder runter von der Autobahn. Ich bin jetzt auf der Strecke, ja. Und wenn ich jetzt ganz gemein bin. Okay. So. Versuch mich zu überholen und du hast gleich verloren. Und dann mach ich die Strecke dicht. Oh, vor mir fährt Lonely Wolf, okay. Okay, Stau. Ey, was soll der Schrei? Bei mir läuft's, bei mir ist ruhig. Alles klar, ich komme jetzt nach Belgien. Ja.
und 0% Frachtschaden. Lonely Wolf. Der Zuckel da vorne, ich könnte nicht anders. Was heißt ein Melfi kennt? Ui, 5 km/h. Das war ein Admin. Überhol doch ruhig, ja Mann, schön. Voll frisch, ne? Oh. Du kleine dumme Drecksau! Oh, fuck, sorry. Jaha! Achso. Klar. Ich auch nicht, ich bin da gerade erst von der Autobahn runter. Ich bin auf der Strecke. Überhol. Habe ich mir gerade auch schon gedacht. Jetzt ist ruhig. Aber der wird gleich davon, der Lonely Wolf wird glaube einen Report kriegen. Wenn nicht, ich hab's auf Video. Am Ziel vorbei. Bin freundlich. Wie viel Frachtschaden hast du denn? Gut. So, hier schleicht hier einer wieder rum. Ja, ach nee, hab ich gerade auch, der Vogel. Aber der wird bald einen Report haben. Der kriegt sogar einen Report. Oh, oh, oh. Liegender LKW. Warum fährt er jetzt rechts rennen? Klar, ich überhole in der Rechtskurve. Die Tür schmeiße ich eh nachher in Duisburg weg. Na, weil das sind nur 70.000. Ja.
Oh, ich sehe einen grünen Punkt. Ich glaub's nicht. Genau bei der Tankstelle. Ach, ich mach mal ganz kurz nebenbei was. Der Anhänger hat nur 12% Schaden. So ein dummes Exclaim. Kann es sein, dass du das so bist? Jetzt musst du ja noch Asen aufhalten. Komm schon. So, bis jetzt ist wieder ruhig. Die große Scheiße fast rum. Ja. Pass auf den Lonely Wolf. Wenn der dir entgegenkommt irgendwie, Dennis. Auf. Ja, der kann wieder zurückfahren. Aufpassen bitte. Der rammt ganz gerne. Also, der kriegt auf jeden Fall einen Bann noch verpasst. Also, den hat er sich auf jeden Fall verdient. Weil das Video wird ja, glaube ich, 1 Minute oder 3 Minuten gespeichert, gell? Mhm. Ja, dann hat er auf jeden Fall einen Bann. 2x sogar. Doppeltes Ramming. Ach süß. Da haben sich 2 LKWs lieb. Och nett. Bitte, was war das gerade eben? Ich hoffe, ihr wollt jetzt nicht auf der Webseite. Leck mich, jetzt wird's gleich lustig. Oh, Digga, mach keinen Scheiß hinter mir, vor mir. Fahr auf die Autobahn, fahr, mach irgendwas. Ach, Kinders. Ja, diese Folge hier mal wieder auf Duisburg-Calais hat man ja schon, ich glaube schon in der ersten Folge oder gerade eben schon gesehen, wie Deppen fahren. So, diese Folge wird auf jeden Fall hochgeladen, weil derjenige hat echt mal, er hat es nicht gerafft, sage ich jetzt mal, weil ja, bisschen scheiße gebaut, sag ich mal. Ich bin jetzt hier bei
Ah, okay, dann bist du nicht weit hinter mir, dann ist es passt, ja, das ist okay. Warum habe ich dich nicht gesehen? Ich sehe ihn aber gerade auch nicht. Ja gut, okay, sind voll viele im Tab drinne. Sie ist gerade schon wieder über 33 im Tab. Von daher. Och du Scheiße, was ist denn hier los? Alter. Wie geht's auf die Strecke hier, ist er? Ich habe alles noch im Blick hier. Alles gut. Das sieht nicht gesund aus. Ja doch, bei mir. Bei mir geht's, weil hinter mir komischerweise sind diesmal nicht so Chaoten wie vorher. Ne, bei uns ist nichts mehr. Oh Gott, wenn ich dann mit dem Haushalt bin, will ich was essen. Ja, Essen mache ich dann auch. Ich tue dann nur spät vor nachher wieder einschalten quasi und fahre dann auf meine normale Tour. Also ab Duisburg, dann aber nicht Richtung Calais. Ich wechsle dann auf den EU3 rüber. Weil ich muss ein paar Aufnahmen machen noch. Brauche noch ein bisschen Videomaterial. So. Ich meine, jetzt fahren sie mal ein bisschen human, also jetzt bin ich zufrieden. Bis jetzt zufrieden, sage ich jetzt mal. Also bis jetzt geht's mal ein bisschen gesittet zu, aber naja. Aber jetzt muss ich euch. Der soll jetzt endlich gebannt werden, der Vogel. Jetzt bin ich gleich an der. Ja, ja, komm, mach keinen Zicken, Alter. Bin jetzt an der Grenze zu Holland. Nicht mit dem Tandem da rausfahren, willst du mich verarschen? Digga, nee, Mann. Dann ist eigentlich müsste. Oh, okay, nichts passiert. Es geht noch, also. Ja, diese Tour natürlich mal wieder Duisburg-Calais. Vom Feinsten, ne? Also bei mir gerade im Video. Im Video ist es eigentlich gerade ruhig. Sage ich jetzt mal so. Zeige ich jetzt mal so, aber bei meinen Kollegen sieht es dann ein bisschen anders aus. Oh, ätzend. Unfälle. Was anderes hat man denn? Das ist Duisburg-Calais. Leider. Jetzt komme ich gleich zu meiner Lieblingsstelle vorne. Naja, bei mir gibt es noch keine fliegenden LKWs. Oh, schön.
Was ist los? Boah, da ist ja noch ein Kreisverkehr gewesen. Und da ist doch trotzdem ein Kreisverkehr, sowas wie Bottstein, ne? Da hat einer mit seinem Trailer getroffen, hat sich dann nur schaden. Boah, nee. Also ich bin um meine Lieblingsstelle rum. Also, mir geht's ziemlich gut eigentlich gerade. Boah, was bist du für ein Trecker? Bei mir scheiß ruhig. Oh Mann! Ui! Sorry. Was denn für eine? Ein Mercedes Actros mit einer Scania-Folge. Ein Renault ganz weit. Okay. Sieht auf jeden Fall protestlich aus. Ich bin jetzt in der zweiten Kreuzung durch, Dennis. Also zur zweiten Abbiegung durch. Genau, du bist gleich in Calais, ich bin gleich. Hey Auto, machst Party? Du bist doch. Das Auto. Naja, das eine Auto wollte gerade überholen. Dachte sich so rechts an mir vorbeizuschlängeln zu wollen. Was passiert? Auto hat dann gesagt so, nö. Ich kippe. Fahr nicht zurück. Ja. Oh Gott, ich bin ja ganz klar, ich bin blöd. Oh Gott, ich bin von Idioten umgeben. Tja, Dennis, deswegen bin ich schon weiter vorne. Ja, nee, ist klar, oder? So, wir sind jetzt in Deutschland. Also ich bin in Deutschland. Ja, das war doch mal gerade. Hallo. Kontrolle. Willkommen in der Aufnahme. Kontrolle. Aufnahme Duisburg-Calais. Kontrolle. Ja, ja. Was fährst du hier rückwärts? Ein paar Runde. Hast du die Genehmigung? Ich habe spät ver... Ja, ich habe mir Aufnahme... Ich wollte mich... Eben, mich habe ich gesagt, hab das, ob damit es gehen könnte. Aber ist nicht. Aber ich nehme hier gerade auf. Nein. Alles gut. Oh, gerade eben zwei LKWs hatten sich lieb. Ja, hier packt einer immer wieder fest. Der eine lag rechts, der andere lag links. Da hätte ich dann einfach den Touchreifen F7 hätte dann FG. ja. Was meinst du, Marc, warum ich gerade spät voraus habe? Ui, der meint gerade eben auch der Schnall.
Jo, mag viel Spaß. Ja, jetzt merkt man genau, wie sowas läuft hier. Also Duisburg-Calais, wie ihr es gerade gesehen habt, ja, die Leute fahren, wie sie wollen einfach. Ich glaube, wenn man da mal eine Fahrschule machen würde, ich glaube, die meisten würden durchfallen. Wenn man nicht mal die Tür findet. Ja, oder das. Genau. Die beste Fahrschulstrecke für einen User, sage ich jetzt mal, wäre echt Duisburg-Calais. Oder Calais-Duisburg. Gut, die Jungs fahren hier noch gesittet rum, du dummes Auto. Okay, das war jetzt natürlich mal wieder nicht so lustig. Achtung, ich joine zurück. Das habe ich nur leider nicht in der Aufnahme mit drin. Ne? Aber es würde mal so eine Zeit geben, wo eigentlich mal die Admins hier auftauchen könnten, ne? Toll, die sind solche Deppen. Aber ich sag jetzt mal eben nichts, weil jetzt komme ich zu der Auffahrt nach Duisburg. Ja, natürlich wieder Motorfehlfunktion, aber... verdammt. Oh, Glück gehabt. Ja. Okay. Naja. Ja, Leute, aber wie ihr seht, hier passiert so einiges auf der Strecke Duisburg-Calais. Ja, deswegen, ich werde jetzt die Tour dann auch in Duisburg beenden, ne? Muss noch das Video vorschneiden, weil ich glaube, da werden noch sicherlich ein paar Bands noch mit ausgesprochen werden müssen. Deswegen, Leute, ja, würde es auch an der Zeit sein, dass ich mich dann auch gleich von euch verabschiede. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bei dem ihr immer auch was ihr tut. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei einer nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir und meinem Peter. Vielleicht dann auch wieder mit Gästen, das weiß ich noch nicht, aber das wird, denke ich mal, bald sein. Ja, ich fahre jetzt noch nach Köln rein, beziehungsweise nach Duisburg. Und werde mich da kurz mal abschleppen lassen. Oder auch nicht. Oder einfach nur reparieren, mal gucken. Was mein LKW jetzt mir verzählt. Ja, ich bedanke mich auch bei den anderen beiden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer der nächsten Folgen. Und dann denke ich mal wieder, wird es wieder gesittet ablaufen. Denn ja, dann fahre ich dann auf dem Euro 3 Server. Und ich glaube, da geht es ein bisschen gesittet dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Peter. Und ciao, ciao.